Moin Leute, ich bin Moritz aus der HNT-Verwaltung und möchte heute mit euch ein kleines Workout machen, was ihr gut im Büro oder im Homeoffice machen könnt. Dabei handelt es sich um 7 kleine Übungen, die ihr mit einem Schreibtischstuhl einfach am Arbeitsplatz machen könnt. Viel Spaß dabei! Übung Nummer 1 sind die Schulterdips. Die entlasten die Wirbelsäule und trainiert die Schulter und den Trizeps. Das Ganze funktioniert folgenderweise: Ihr legt eure Hand, beziehungsweise ich unter meinen Po, die Handfläche, auf die Stuhlfläche, an die Stuhlkante. Die Finger greifen um die Stuhlkante. Ja, die Füße arbeiten sich ein bisschen nach vorne, schulterbreit. Und ihr hängt oder ihr setzt euch quasi in die Luft davor. Und dann senkt und hebt ihr den Po immer Richtung Boden, beziehungsweise hebt ihn wieder vom Boden ab. Also so, dass das Ganze folgenderweise aussieht. Ja? Die Arme gehen immer nach hinten und ne, die Beine arbeiten auch mit. Und davon könnt ihr immer ein paar zwischendurch machen. Eine ganz einfache Übung, wie gesagt, für Schulter und Trizeps. Okay, Übung Nummer 2. Arme kreisen. Ja, Arme kreisen, das verbessert die Haltung und trainiert die Schultern. Ich denke mal, das werden schon viele von euch kennen. Ihr streckt die Arme einfach seitlich aus, so, zu einer T-Haltung. Ja, die Schulterblätter werden zusammengedrückt und dann fangt ihr einfach an, leicht die Arme in Kreisen zu rotieren. Ja, ruhig alles unter Spannung. Ja, gerader Rücken dabei. Erst Kreise nach vorne und nach einer bestimmten Zeit gerne auch die Kreise nach hinten ziehen und dann einfach gucken, dass ihr das zwischendurch wechselt, ne, wieder nach vorne und auch zwischendurch wieder nach hinten. Übung Nummer 2. Okay, kommen wir zur Übung Nummer 3. Beinstrecker. Dabei einfach wieder vorne auf die Stuhlkante, Beine daneben, gerader Rücken. Und dann geht es darum, die Beine, wie es schon der Übungstitel sagt, zu strecken. Füße sind schulterbreit auf dem Boden im 90-Grad-Winkel, Knie auch 90 Grad, gerader Rücken. Und jetzt einfach nur die Beine einmal komplett strecken und langsam wieder zurück. Einmal strecken und langsam wieder zurück. Ja? Möglichst langsame Ausführung. Es geht nicht darum, die Geschwindigkeit zu haben. Ja, und ruhig jede Seite so mindestens 10 Mal. Okay, das war Aufgabe Übung Nummer 3. Okay, kommen wir zur Übung Nummer 4. Schräge Sit-Ups. Damit wollen wir die seitliche Bauchmuskulatur trainieren. Ihr setzt euch wieder auf euren Schreibtischstuhl, schön voll drauf diesmal, ja, nicht vorne an einer Kante. Beine sind schulterbreit auf dem Boden. Dann kommen die Arme hinter den Kopf. Und jetzt ist die Bewegungsausführung, dass ihr mit den Ellbogen versucht, zum angehobenen Knie zu kommen. Jeweils seitenverkehrt. Sprich, rechter Ellbogen geht zum linken Knie und linker Ellbogen zum rechten Knie. Ja, das Ganze soll dann ungefähr so aussehen. Ja, der Oberkörper verdreht sich etwas, also eine Verbringung. Und dabei jeweils mit dem Ellbogen zum Knie. Und dann müsstet ihr eigentlich auch eure seitliche Bauchmuskulatur spüren. Davon könnt ihr ruhig für jede Seite so 15 Wiederholungen machen. Okay, das war Aufgabe Nummer 4. Okay, kommen wir zur Aufgabe Nummer 5. Die mittlere Bauchmuskulatur, Körpermitte. Ja, dabei setzt ihr euch wieder möglichst weit vorne auf die Stuhlkante, auf den vorderen Stuhlbereich, Sitzbereich. Haltet euch wieder fest, Brust raus, Schultern zurück und lehnt euch möglichst weit nach hinten. Jetzt ist die Bewegung folgende, dass ihr immer ein Bein zur Brust zurücknimmt und wieder absetzt. Dann das andere. Und dabei aktiv die Bauchmuskulatur anspannen. Diese Bewegung für die etwas Fitteren, ihr könnt auch
direkt beide Beine immer mitnehmen und wieder zurücksetzen. Ja? Achtet darauf, dass ihr die Schultern unten haltet und die Brust rausstellt. Und dann beide Beine anziehen und wieder absetzen. Ja, und für die, die es etwas leichter brauchen oder leichter möchten, erstmal nur ein Bein nehmen und wieder absetzen. Okay, kommen wir zur Aufgabe Nummer 6. Stuhlslide. Dafür setzt ihr euch wieder vernünftig fest auf den Stuhl. Hände wieder seitlich an die Stuhllehne. Beine schulterweit fest auf den Boden. Und wie wir uns schon vorstellen können bei Stuhlslide, sliden wir jetzt mit dem Stuhl zurück, bis wir nur noch auf den Fersen stehen und ziehen uns dann wieder zurück über die Beine. Der Rücken bleibt dabei komplett gerade, ja, und auch fest. Das Ganze immer hin und zurück, ja, und das Ganze ruhig in einer fließenden Bewegung. Wenn ihr hinten angekommen seid, sofort wieder nach vorne ziehen, sodass ihr quasi hin und her bleibt. Das war Aufgabe Nummer 6. Okay, kommen wir zur letzten und 7. Aufgabe bzw. Übung des Homeoffice Workout. Ihr sitzt wieder bequem auf dem Stuhl, schulterbreit. Die Arme, die Oberarme sind parallel zum Boden. Die Unterarme senkrecht und seitlich vom Oberkörper, ja, so dass wir hier einen rechten Winkel haben. Das Ganze nicht nur mit rechts, sondern auch mit links. Und dann ist die Bewegungsausführung folgende, dass ihr die Arme einfach vorm Gesicht zusammenführt und dann wieder zurück. Guckt auch, dass die Ellbogen sich unten treffen, ja. Und das ist dann die Bewegungsausführung. Und das Ganze könnt ihr ruhig so 12-mal machen. Wenn ihr es ein bisschen schwerer haben wollt, nehmt euch ein paar Flaschen oder wie in meinem Falle jetzt ein paar wunderbare HNT-Safttüten. Gleiche Bewegungsausführung, Oberarme parallel und Unterarme senkrecht zum Boden und dann einfach die Safttüten in meinem Falle vorm Gesicht zusammenführen. Und wieder auseinander. Und achtet dabei, dass ihr die Arme nicht fallen lasst, sondern habt sie weiterhin hoch und führt die Tüten vorm Gesicht zusammen. Nicht mogeln, wie ich jetzt gerade, die Ellbogen auseinanderhalten, sondern die Ellbogen auch weiterhin, soweit es geht, führen. Okay? Dabei aber auch nicht das Ganze jetzt übertreiben und jetzt die Ellbogen hier unten reinführen, sondern haltet auf dieser Position aus und wieder zurück. Das war die letzte Aufgabe meines Homeoffice Workouts. Okay, das war unser kurzes Workout fürs Büro oder fürs Homeoffice. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht und ihr empfehlt uns weiter. Abonniert gerne unsere Kanäle auf YouTube und Instagram. Und gebt uns doch ein Like auf Facebook. Bleibt gesund und kommt gut durch die Krise. Euer Moritz. Ciao.